Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Malfein und in diesem Video zeige ich euch etwas von Star Wars. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit den Star Wars The Black Series Einzelfiguren von 2019, allerdings nicht die regulären durchnummerierten, sondern die exklusiven, welche in diversen Ketten herausgebracht wurden, exklusiv wie GameStop, Target, Walmart, bla bla bla. Ich werde es nicht zu jeder Figur extra sagen. Vielleicht schreibe ich es in die Kommentare, in die Videobeschreibung. Na gut, gehen wir es an. Hier Teil 1. Beginnen möchte ich mit dem Birch Stormtrooper aus dem Videospiel Jedi Fallen Order. Ein komplett neu designter, ja fast neu designter, sage ich jetzt dazu, Stormtrooper, Elite Stormtrooper. Hier auf der Rückseite in verschiedenen Sprachen, eigentlich alles in Englisch, also überall in Englisch, 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 Englisch. Hier mit einer Durchnummerierung, ja, dafür ist die Warnhinweise in Deutsch. Die Verpackung wie bei den anderen Einzelfiguren, hier auf der Seite mit dem kleinen Blister, wo man die Figur schlecht erkennen kann, mit der Birch Stormtrooper Schriftzug und hier große Buchstaben. Hier vorne eben mit einem Bild, das mittlerweile auch etwas Farbe bekommen hat. Und hier, wo sonst die Durchnummerierung ist, lediglich nur ein Schriftzug. Von der Packungsgröße her ist die Verpackung gleich geblieben wie bei den Einzelfiguren auch. Und wie auch in jedem Video erwähnt, finde ich schön, dass man die Figuren hier aus den Packungen herausnehmen kann, die in Blister drin sind, man die Figur auch nach dem Auspacken wieder bequem ins Regal stellen kann. Die Verpackung hier hat eine Kartonage als Hintergrund, die bei einigen herauszunehmen ist, bei anderen recht fest drin. Und tada, einen Warnhinweis in verschiedenen Sprachen, was ganz wichtig ist. Ja. Der Birch Trooper aus dem Spiel Jedi Fallen Order ist ein ganz neuer Trooper Art des Imperiums zumindest. Allerdings ist es eine Mischung aus einem Shadow Trooper und der Helm gleich dem eines Airborne Troopers aus den Klonkriegen. Aber trotzdem coole Bemalung. So dieses Rot und Schwarz hat was Gespenstisches, was Bedrohliches. Auch hier wunderbar gezeichnete Emblem des Imperiums. Die Figur wieder voll beweglich. Gehe ich jetzt bei den anderen nicht mehr wieder drauf ein. Hier ein bisschen eingeschränkt durch die Schulterplatte. Und hier ein bisschen durch das Patron, das man aber auch abnehmen kann, wenn man den Kopf dann abnimmt. Und die Füße natürlich auch, was ich immer besonders hasse. Naja. Auch der, ja, sage ich jetzt mal, Rock dazu, trägt irgendwie dazu bei, dass er auch an die Klonkriege erinnert. Also so eine Art Arc Trooper, also Spezialeinheit eben. Beigepackt waren bei dem Trooper zwei Waffen. Hier ironischerweise ein Clone Trooper Blaster und ein Clone Trooper, ja, Gewehr. Hier schön mit zwei verschiedenen Farben. Wie immer geht es auch gut in die Hände. Und hier an der rechten Hand immer der Abzugsfinger, der dann auch hier vorbildlich hier in den Abzug auch hineinpasst. Hier angedeutet Comlink, bisschen rot, diese Farbgebung, hier hinten rot. So, hat was. We'll be right back.
Die nächste Exklusivfigur ist der Imperial Jump Trooper. Wie gesagt, eine exklusive Figur, die ich jetzt so in Dinger noch nicht gesehen habe. In den Filmen zumindest. Hier verschiedene Sprachen. Allerdings nicht in Deutsch. Lediglich hier ein Aufkleber der deutschen verschiedenen Sprachen. Der Jump Trooper, eine Elite-Einheit des Imperiums mit Jetpack. Sieht er hier eigentlich aus wie ein ganz gewöhnlicher von der Rüstung her Sturmtrooper. Nur lediglich eben hier die Emblems mit der orangenen gelben Untergrund des Imperiums. Hier weiß. Und auf dieser Rückseite eben das Jetpack, welches man abnehmen kann. Hier auch noch ein paar Bewegungspunkte an den Atemgerätschläuchen hat. Und der Helm etwas modifiziert, hier mit so einer Art Mohawk, also mit einer Art Irokesen. Helmschnitt auf den normalen Sturmtrooper-Helm. Dabei ein Stand, der nicht bei vielen Figuren dabei war. Aber leider kein Stand, der man ihn irgendwie dann sowohl zum Fliegen positionieren kann. Des Weiteren ist auch noch ein Blaster beigepackt. Der Sturmtruppenblaster hier mit Abnutzungsspuren, silber-grau, silber-schwarz. Und auch hier hinten hat er ein Backhold, also ein, nicht Backhold, ein Holster, den man die Waffe hineinstecken kann. Oder eben, wie gewohnt, in die Arme, in die Hände geben kann. Die nächste exklusive Figur aus der Mandalorian-Serie ist EG-11, der aus der gleichen Assassinen-Reihe stammt wie EG-88. Hier verschiedene Fragen wieder. EG-11, ein Attentäter-Droide, der zu einer fast in der gesamten Galaxis verbotenen Serie zählt, ist ein der Kopfgeljäger-Gilde treuergebenes Geschütz. Ja, mir gefällt er in der Serie. Schon wie seinerzeit IG-88, was auch der gleiche Body Mold sein dürfte. Und sieht er ihn eigentlich fast nicht unähnlich. Er hat ein paar Bewegungspunkte, ebenso wie der andere. Hier mit den ganzen Kabeln, die aneinander verbunden sind. Bisschen schlackeriges Bein. Die Füße hier, der Torso und die Arme hier sind beweglich, auch gut auszuführen, trotz dieser Schultern. Und hier ist ein Art Ziehharmonika-Gelenk angebracht, welcher bei IG-88 mit der Zeit aber aufbricht. Des Weiteren der Kopf und diese goldene, bronzene Bemalung zum Teil unterscheidet ihn von IG-88. Die Waffen, die dabei sind, sind exklusiv für ihn herausgebracht worden. Es sind zwar die gleichen Standardwaffen, hier zum Beispiel der Blaster der Imperialen. Allerdings weist er hier unten ein kleines Loch auf. Ebenso wie das Gewehr. Auch hier ein Loch. Und das war schon bei IG-88 so gewesen. Und zwar hat hier IG-88 hier oben so zwei Nubbel, bei denen man das Gewehr eben hier einsetzen kann, da er mit diesen zwei Zangengriffen etwas Schwierigkeiten hat, ihn zu halten.
ebenso wie diesen hier. Hier hat er zwei Nubbel, da kann man dann eben die große Waffe dann draufstellen. Trotzdem eine Bereicherung, eine weitere Bereicherung für ja, den Mandalorian. Auf der Rückseite am Waffengurt hat er hier noch einen Holster. Da probieren wir jetzt mal eine Waffe nach der anderen reinzustecken. Also hier dieser kleine Blaster passt ganz gut. Möglich gehört aber auch andersherum. Schauen wir mal. Ah, andersrum besser nein. Oder eben das große Gewehr. Übrigens unterscheidet dieser Waffengurt ihn auch nochmal von IG-88. Jetzt schauen wir mal wegen meiner Theorie. Der Waffe mit die zwei Knubbel. Genau, er geht zwar geht nicht so gut hier hinein, wenn man das hintere Loch benutzt. Hält er ein bisschen besser. Den kleinen Blaster kann man trotzdem hier hin irgendwie versuchen zu stecken. Geht aber nicht ganz. Könnte ihn hier dann so drauflegen. Dass das Bein hier so schlabbert, das regt mich jetzt ein bisschen auf. Ah. Na gut. Man kann ihn ja auch hier oben noch ein bisschen bewegen. Und hier an dieser Stelle konnte man eigentlich, im Film öffnete sich hier was. Aber das haben sie hier leider weggelassen. Aber na gut. Kann ich alles haben. Auf jeden Fall, der alte IG-88, also der allererste, der herauskam, der auch dann später in der Archivline erschien, hatte verschiedene Variationen, etwas silbriger und etwas bronzener, und ich denke, auf die Idee kam hin dieser hier ganz gelegen. Die vorletzte Figur ist der First Order Elite Snowtrooper. Ein ja, spezialisierter Snowtrooper, der eigentlich bloß einen warmen Mantel rum hat. Als neuester Generation der Kaltwetter Stormtrooper tragen die Snowtrooper eine weiterentwickelte, isolierte Körperpanzerung und Helme, die ihre Augen vor dem grellen Licht eisiger Gebiete schützen. Schauen wir mal, was daran neu ist. Also diese Art der Trooper sieht man in Episode 9, als sie auf den einen Planeten eine Durchsuchung durchführen und nach geeigneten neuen Rekruten forschen. Der Mantel ist hier aus einem Stoff gefertigt und bedeckt hier hinten den Tornister, ebenso wie den Helm. Er krapft ein bisschen, weil ich jetzt diese Folie hier dran gelassen habe. Aber ansonsten nicht, dass er viel Unterschied hat zu dem aus Episode 7. Kapuze kann man runterlegen, klappen. Und als Waffen hat er einen seiner besseren Blastergewehre dabei. So, verdecken wir mal das Plastik ein bisschen.
die letzte Figur in diesem Filmteil. Es kommen dann das nächste Mal die anderen dran. Ist Clone Commander Vox. Der Clone Commander, der auf Coruscant Wache hielt, beziehungsweise als Shock Trooper auch eingesetzt wurde, ist hier. Commander Vox führte die Coruscant Wache an, eine Eliteeinheit von Klonsoldaten, die als Friedenstruppe der Hauptstadt der Galaktischen Republik dienen sollte. So, man kennt schon einen Commander der letzten Phase aus Coruscant, hier mit ein paar Abnutzungsspuren auf der Rüstung, hier ein besonderes Emblem als der Sicherheitsdienst, hier mit der roten Markierung und auch diesen Arc Trooper Rock. War er aber bei seinen Kollegen, Brüdern nicht unbedingt beliebt. Naja. Dieses Teil hier ist etwas zu bewegen hier oben. Geht aber jetzt ja nicht raus, ohne dass ich es kaputt mache. Also letztendlich eine Variation eines normalen Helmes. Sieht ähnlich wie der von Cody aus. Aber Accessoires hat er trotzdem genug dabei. Als erstes hier seine beiden kleinen Blaster, welche so ziemlich jeder Arc Trooper bei sich trägt, wieder in die Hand zu geben oder hier in den mitgelieferten Halterungen. Und des Weiteren seine üblichen standardisierten Clone Blaster. Oder eben dieses lange Gewehr. So, und somit macht er sich auf die Jagd nach Fives, der den Imperator ein Dornenauge ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut!